So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von American Truck Simulator. Und zwar endlich mit Mitarbeitern. Yeah, wir sind ab jetzt King of the Firma. Ach, guck mal, wir sind direkt Level 10. Deswegen hatte ich 2 Punkte gehabt. Eben, wir haben ein ganzes Level übersprungen. Ah, warte, sag ich doch, so eine lange Fahrt, die wir gemacht haben. In der vorletzten Folge noch. Das hat ordentlich XP gehagelt. Haben wir direkt ein Level übersprungen. Krasse Scheiße. Stimmt, wir sind jetzt Level 10, nicht 9. Nice. So, Fahrermanager. Ah, da sieht man ja hier, wie viel die pro Tag verdienen. Und da müssen wir idealerweise dann möglichst schnell so 4000 Euro zusammen haben, damit sie zumindest ihren eigenen Kredit finanzieren können. Wenn nicht, werden sie gefeuert. Nee, muss man einfach nur warten. Weil, wie gesagt, am Anfang verdienen sie halt relativ wenig. Aber es wird ja dann immer mehr, je mehr Erfahrung sie haben. Von daher. So. Wir haben eine Mission soweit, genau. Gerade bei 26.000 Dollar ist halt gar nichts. Time to hit the road. Aber bessere Missionen gab es hier gerade nicht. Oh. Die ganzen Autos sind weg. Wie konnten die Autos wegfahren? Die kommen doch gar nicht raus. Oder hatten sie No-Clip aktiviert hier? Die Schweine. Oh, guck mal da oben, Alter. Wie geil ist das denn bitte? Jetzt steht er hier einfach so mitten. Okay, also diese Linie hätte sie echt bis weiterfahren lassen können. Du, die Eisenbahn, wer will mit seiner Oma fahren? Mäp, mäp, hup, hup. Wobei ich dachte, der Transrapid gibt es gar nicht mehr. Ich meine, in Japan gibt es, glaube ich, noch 1, 2, 3, 4, 5 oder so. Aber ich dachte eigentlich, die westlichen Länder hätten damit abgeschlossen. Ja, vielleicht ist es hier bloß so ein Demonstrationszug. Ja, der fährt ja bloß auf der Kurzstrecke hin und her. Um die Kurve hier fahren sie also nicht. Scheinbar war das zu kompliziert zu modeln. Wow, hier fährt auch einer hin und her. Im Bahnhof gibt es auch nicht, wobei hier hinten gibt es eh keine Strecke. Kann man also eh nicht hinfahren. Ne, guck mal, der fährt sogar um die Kurve. Oh, das heißt, sie können doch um die Kurve fahren? Nein, können sie nicht. Vor allen Dingen ist der jetzt hier auch so funktionieren Monorail-Züge nicht. Der kann nicht einfach in den Betonblock reinfahren. Das funktioniert so nicht. Das ist nicht, wie Physik funktioniert, mein Freund. Ha, das heißt, die fahren hier immer nur so hin und her. Verliert ganz schön viele. Ja, und der fährt einfach durch den Beton durch. Sehr geil, sehr geil. Realitätsgehalt over 9000. Oh, hier endet's. Okay. Das ist der Pisa Eiffelturm. Aber Ronny, du bist so ein. Ja, ist ja gut jetzt. Der fährt ja bloß hin und her. Cool. So viel Transrapid-Strecken hier. Wäre natürlich geil, wenn die Züge wirklich komplett durchfahren würden, aber. Naja. Dem ist halt nicht so. Wo ist jetzt eigentlich unser LKW? Oh, ist das Zeppelin? Alter, hier gibt es ja so viel zu sehen. Wow. Gut, die Propeller, die sind sehr detailreich gemacht. Ja, okay, komm, wir gehen wieder zurück zu unserem LKW, bevor wir hier noch. Oh. Okay, wir haben gerade rot. Let's go. Das ist Herr Berlin.
Da ist der Transrapid. So viele schöne Sachen hier. Oh mein Gott, mein Herz blüht auf. Woohoo. Oh, Flugzeug. Ah, wo fliegst du, mein Freund? Komm gerade vor schon wieder wie so ein Kleinkind. Ich habe mal Mami Flugzeug. Mäp, 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 hup, hup. Oh, er dreht seine Kreise. Krasser Dude. Warum kann er nicht genauso schnell fliegen wie die Kamera? Entweder die Kamera ist zu langsam oder jetzt zu schnell oder zu langsam, schnell, langsam, schnell, langsam. Ah. Und tritt jetzt einfach um? Oder wendet er richtig? Also richtigen Bogen fliegenderweise. Ah, er dreht einfach nur um. Wow. Na gut. Transrapid. Sehr schöne moderne Stadt hier. Also, from die Optik her, ne? Ach ja. Oh, wir haben grün. So, frei war mit Marzipan hier. So, da wir jetzt wieder auf die Autobahn rauffahren, können wir langsam wieder ein bisschen Musik anmachen hier. Oh nö. Let's go.
Hat ja witzige Straßenmarkierungen. Lol. Gepunktelte Striche. Also, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich blick hier die ganze Zeit vor mich hin, Alter. Was ist denn los? Warum bin ich wieder langsamer? Wollte doch hat jemand ja, ne? Achso, wir dürfen nur noch 55. Und dafür ist dann eigentlich keiner. Go straight on.
Was war das schon wieder für ein Bremsmanöver hier? Muss er davon jetzt echt überholen und dann so langsam? Jetzt, wo ich wieder so schön Geschwindigkeit habe. Die wollen doch ja alle verarschen, oder? Mach hin, Junge. Oh mein Gott. Mal los, hier nach rechts. Was klatscht es? Da wird's bald. Wie du auch direkt runterbremst. Achso, weil ab. Oh, wow. Da hat er ein riesen Überholmanöver gemacht, über 3 Stunden. Nur damit er direkt nach dem Überholmanöver sowieso abbiegen muss. Das hat ihm jetzt auch richtig viel Zeit gebracht. Also das ist ja wow. Darf ich hier mal kurz den Rückspiegel abtreten? Oder?
Oh, da wollen wir wieder schnell bergauf. Ah, hätten wir uns verschenken können. Egal, dann geht es gleich wieder bergab. Können wir ihn überholen. Da geht die Sonne unter. Oh, ich war zu schnell. Durch die Musik hört man dieses gar nicht mehr, ne? Dass man zu schnell fährt oder die ganze Zeit noch den Blinker anhat oder irgendwie sowas. Voll schlimm. Also ich meine, hören tut man es schon, aber man registriert es gar nicht mehr so als Warnung. Der Konvoi hier, was los? Ich bin die ganze Zeit mit Licht gefahren, ernsthaft. Und keiner sagt mir das. Schön schlafen geht und tanken brauchen wir nicht, weil wir brauchen uns noch 5 Stunden. Das sollten wir also locker schaffen. Oh, wir haben Einkommen. Yay! 1300 Euro. Nice. Hoho. Yeah.
Unser Imperium hat sich ausgezahlt. Okay. Leider noch lange nicht, aber hey. Wir sind zumindest auf einem guten Weg. Okay. Ja, und sobald wir dann, also erstmal versuchen wir den Kredit abzubezahlen. Und sobald wir den Kredit abbezahlt haben, versuchen wir dann mal endlich mal auf einen neuen LKW zu sparen. Ich meine, der LKW ist wunderschön, sieht doch super schön aus, aber war ja eigentlich nur als Provisorium gedacht, ne? Und den werden wir dann noch nicht verschrotten lassen, sondern den werden wir dann einfach, ach nee, aufheben können wir ihn ja gar nicht, weil wir dafür keinen Platz mehr haben. Wir hätten uns also gleich einen besseren LKW kaufen sollen, als dritten LKW. Fuck. Aber müssen wir gucken. Aber erstmal, wenn es soweit ist. Wie gesagt, erstmal den Kredit abbezahlen und dann gucken wir mal weiter. Bis wir das geschafft haben, kann sich ja eh wieder alles geändert haben. Da vorne der LKW bremst schon wieder aus. Aber was ist denn hier los? Alter Leute, was ist los? Digga, was ist das hier für Partymusik? Kann es sein, dass die Busse immer so langsam sind? Immer wenn sich so mehrere LKWs aufstauen, ist immer ganz vorne so ein Bus. Ich dachte mal, die LKWs sind die langsamsten hier im Glied, aber nee, scheinbar die Busse. Büsse. Die Busen. Ey, das war das. Wow, wir haben krass 3000 Euro bekommen. Ist im Level aufgestiegen? Ja, leck mir am Arsch. Oh, ist das geil, Alter. Schon rappelt's in der Kiste. Ah, es ist geil, Alter. So, mal gucken, ob wir irgendwo Pause machen können. Günstig, ja, da vorne zum Beispiel. Ich wollte sowieso Pause machen. Von daher, let's go. Ja, gesperrt. Oh. Auch hier, wie sagt man? Nicht röntgen. Oder doch? Also das, was man auch beim Flughafen macht, dieses Durchleuchten da. Fahrzeug ist nicht im perfekten Zustand. Was? Ey, ist der perfekt? So, ich stelle uns mal hier auf den Rasen. Voll die Partymucke. So, einfach Pause hier.
Auch wenn die Musik echt geil ist. Aber alles Gute hat ein Ende. So, dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und gucken wir erstmal, was uns so die Fahrer jetzt so für Stats beigebracht haben. Schauen wir dann mal. Bis dann.